Ui, ui, ui. Zurück in Fallout. Und irgendwie glitscht alles. Ich war früher ein bisschen verhandeln bei Traders. Und die sind herumgeglitscht und dieser Robert twerkt hier rum. Der hat richtige Elix-Vibes, dieser Robot. Und da sind die Leichen auch immer ein bisschen rumgetanzt. Au. Oh. Mist, unter den Tisch rein. Da ist da was Interessantes unter dem Tisch drinnen, kleiner Robot. Ah, wo ist mein Power Faust? Ich glaube, er braucht nur ein Spanking. Nein? Hey, hey, Jericho, kannst du mal kurz den Raum verlassen? Ich denke, ein bisschen Privatsphäre. Ah. Ja, willkommen zu Fallout 3, willkommen zurück. Wir suchen den Mechanisten, Mechaniker. Wie heißt der Typ? Mechanisten. Der baut komische Roboter. Die persönliche Ansprüche anscheinend auch. Ich meine Power Faust noch ganz vernichte. Okay, ich habe mich ein bisschen hier umgesehen, ob ich noch eine Tür verfehlt habe. Unten vielleicht hier. Weil ich muss mit dem Typen reden und ich habe ihn noch nicht gefunden. Mist, okay. Hier werden wir nicht durchgehen, es gibt noch eine weitere Tür, durch die wir vielleicht durchgehen können. Aber zuerst, das schaffe ich doch. Das schaffe ich doch. Wo sind meine Mantats? Health. Heads. Headset? Really? Healthy. No? Healthy. Healthy ist ein komisches. Leading. Nope, es ist kein EA-Wort. Healthy. Society. Nur weil es da steht. Auch nicht. Okay. Na dann. Müssen wir zurücksetzen, haben wir. Schauen wir mal, ob wir welche finden, wo wir es. Sind die Auswahl verkleinern können. Deswegen habe ich Hacken nicht dazu genommen bei meinen Fähigkeiten. Kostet einfach nur viel zu viel Zeit. Dafür, dass es meistens mit Lockpicking umgehen werden kann. Okay, war's das? Ich kann Wörter hier besser lesen und die Zeichen hier. Healthy, ancient, dealing 9, hearing 9, selling 9, healthy, traitor 9, seal land, any project, healthy, heavily, nein, das ist zu nah. Smaller. Ja, Terminal ist wahrscheinlich für nichts. Ja. Ah. Tor. Tor. Ja, ja, ja. Probieren wir die andere Tür hacken. Ah. Nein, scheiß drauf. Hey, ich hab was gefunden. Ein. Ach, egal. War nichts. Was auch immer du gerade gesagt hast, Bro. Okay. Vielleicht will der Mechanist unserem Team beitreten. Wir brauchen wieder einen dritten. Oder vielleicht doch lieber die Ameisen-Lady.
Wir haben gar keinen Lockpick verbraucht. Alten Tag. Das Mac-Test machen müssen. Ob er alles an ist. Schaut gut aus. Wäre nicht das erste Mal, dass ich die Aufnahmen vermassel. Altmetall. Ah, ich sammle noch immer alles Altmetall. Obwohl, ich bin ziemlich reich. Ich weiß nicht, wo man das Geld sieht. Rechts oben. Ziemlich reich. Aber das ist immer, wenn ich so welche Spiele spiele. Ich habe mehr Geld, als das ich jemals brauchen würde. Weil ich so verhandle. Was machen Sie hier? Wie sind Sie an meiner Verteidigung vorbeigekommen? Hat die Ameisterin Sie geschickt? Sprechen Sie, Bürger. Oder ich bin gezwungen, Sie festzuhalten, bis ich mich Ihrer wahren Motive vergewissert habe. Ich verstehe, dass Sie es gut meinen. Aber in diesem Fall sind Sie naiv. Die Ameisterin ist verrückt und ihr ist nur mit Gewalt Einhalt zu gebieten. So sehr ich mir den Frieden wünsche, fürchte ich, dass die Ameisterin zu verwirrt, zu unmenschlich ist, als dass sie auf die Vernunft hören könnte. Es ist traurig, aber manchmal muss die schuppige Klaue der Tyrannei mit der kalten, gefühllosen Kneifzange der Gerechtigkeit gestutzt werden. Die Stadt in Gefahr bringen? Das verstößt gegen alle Prinzipien des Mechanisten. Wie konnte ich nur zu so einem Monster werden? Und genau das soll ich denken, wenn es nach der Ameisterin geht. Stimmt's, liebe Bürger? Oder sollte ich besser Geheimagent sagen? Verunsicherungstaktiken funktionieren bei mir nicht, Ameisenbrut. Jetzt, wo ich sie entlarvt habe, werden wir ihren Lügen und ihrem Verrat ein Ende setzen. Parzival, zum Angriff! Hey, das Parzival. Was? Verloren? Oh, Parzival. In die Ecke mit dir. Nimmt dir gar keinen Schaden. Altmetall, oh, yes. Viel geiles Altmetall hier, so viel. Ja, was gibt's? Aber gern, lassen Sie sehen, was Sie haben. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Oh. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Hm. Leider wertlos. Okay, oh, Altmetall. Danke. Und wieder rauf.
Ich gehe jetzt erst noch hier um die Ecke, schauen, was dort hinten ist. Oh, sieht mir viel besser aus. Wo sind meine Filter wieder? Und Rast runter. Nein, zu niedrig. So schaut's geil aus gerade. Oder? Ja. Bisschen düster, aber. Nice. Warte mal. Das hier ist, glaube ich, Todeszone. Oder ist da oben die Todeszone? Eins von beiden. Ich rieche einen Hinterhalt. Oh, nur ein Bruce. Und meine Waschmaschine geht gerade Vollgas ab. Geil. Hallo Bruce. Ihr seid mir nicht feindlich gesinnt, oder? Zurück, Einheimischer. Okay, meine Waschmaschine ist gerade so abgegangen, dass sie sich von der Platte, also von der Softplatte, gelöst hat und ein bisschen mehr herumgetanzt ist im Raum. Also, hier bin ich hingegangen. Habe jetzt auch ein bisschen Altmetall in der Zwischenzeit wieder verkauft und bin bereit für dieses Gebäude, bevor wir die Ameisentante machen. Riecht nach Robotern hier drinnen und nach Altmetall und nach Lügen. Brücke brauchen wir nicht, Ledergürtel, Ameisen. Ameisen. Fertig. Ich hab die Waffe hier oben. Antenne. Wo ist mein Boy Jericho? Also willst du eine arbeiten? Ameisen zerlegt, Vogel! Es werden wieder Ameisen zerlegt. Und die spucken nicht mal Feuer, die habe ich am liebsten. Oh, bum 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 bum. Und die Klinge wird reichen für Ameisen. Ich werde sie so richtig schön. Ah, oh, schade, jetzt wird's mich leben. Sie mich verarschen? Aber Bierklinge reicht nicht für Ameisen. Ach, für was haben wir die furchterregende Flinte? Zum Ameisen vernichten, Moni, haben wir auch unendlich viel. Danke, Frau. You sacrifice won't be in vain. Mülltonne. Ich glaube, es ist an Clover gelegen, dass ich keine Dietriche bekommen habe.
Sie muss Dietrich Blech minus 50% gehabt haben. Sowas in diese Richtung. Nein? Oder? Schauen wir uns um. Freue ich mich dann schon auf die Fallout 4 Gebäude, wie die von innen ausschauen. Wenn ich das Permadeath ernst angehe, kann sein, dass diese gleichzeitig dann schon am Kanal ist, am YouTube-Kanal. Wenn dieser Teil hochgeladen wird, keine Ahnung. Ich spiele gerade haufenweise Fallout 3, fast schon täglich. Das ist mein Urlaub. Mein Urlaub ist Fallout 3 zocken und in der Zwischenzeit an Musikarbeiten vermehrt. Das ist mein Urlaub. Kein Ausland, kein Wegfahren. Stehe ich hier nicht drauf, eigentlich aufs Reisen und Fliegen. Da relaxe ich so viel mehr. Mehr Bücher. Bibliothek sollte auch bald drankommen. Als Folge. Da haben wir dann das erste Mal Brüder, die nicht ausgestoßen sind. Die Brüder des Stars, des Patrick Stars. Wäre der Künstlername auf Deutsch cooler gewesen? Patrick Star instead of Patrick Steele. Oh, schau. Jetzt habe ich das Territory den Ameisen Schreck mit. Ja. Ich glaube, die zerlegt schon besser als der Knackser. Nie Knacksi. Mit dir ist es jetzt aus. Er schießt noch immer dreimal drauf. Muss geil sein, wenn man unendlich Money hat. Apropos unendlich Money. In die Outer Worlds ist auch noch geplant. Als Permadeath. Mit Mods dann wahrscheinlich. Ja, was gibt's? Action, Action, Action gibt's. Ja. Stürzen wir uns in. Und als neues Spiel Metal Hell Singer. Das habe ich als Demo gespielt vor einem Monat. Das werde ich dann auch noch. Als Let's Play starten. 15. September ist das nächste neue Spiel, das Let's Geplayed wird. Let's Geplayed. Zurzeit kommt nicht wirklich so viel Interessantes raus. Saints Row wäre zwar rausgekommen, aber ich habe nie ein Saints Row gespielt. Wollen Sie mich verarschen? Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Ich werde zurück. Da kommt die Armee. Ich würde mir so eine vollautomatische Shotgun wünschen. Für den Outriders. Aber die gibt es ja in Fallout. Das Beste, was du drauf hast. Dir glaube ich auch nicht. Oh. Ameisenkönigin. Okay. Jetzt kommen die Granaten. Oder der Flammenwerfer. Aber zuerst die Granaten. Das war schlecht für die Königin. Verdammt, das Leben. Probieren wir sie zuerst mal.
Okay. Ab, großes Buch. Bisschen Wasser, bisschen Ameisenfleisch. Ja, okay, Fleisch. So. Jetzt Flammenwerfer. Oder eine Nuka-Granate drauf am besten. Ich hab da. So, verdammt, ihr Leben. Hab ich dir das letzte Mal gekillt. Ah, da oben. Da oben geht's weiter. Ah. Vorsicht! Krasser Fight hier. Vielleicht eine Ameisenkönigin drinnen ist. Wo ist sie dir, Chris? Gute Arbeit. Okay. Okay. Die Ameisen vernichte Folge. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war schon hier. Aber Ameisenfleisch steht am Menü. Und kleines Montagen. Okay, am Brox. Lunchboxen nehmen wir nicht mehr mit, da wird nichts mehr gemacht, keine Kronkorkenminen. Ich hätte hier auch nichts gebracht, außer Selbstmord. Das ist wirklich nur, wenn man Solo spielen will, nutzvoll. Ah, jetzt habe ich Dreck mitgenommen. Das, was ich am meisten brauche, finde ich jetzt nicht. Das ist Gürtel und Stützbandagen. Ich glaube, Gürtel haben wir früher ewig viele gefunden am Anfang. Solange ich A-Klammern habe. Alles cool. Hier lebt anscheinend noch was. Und da bin ich gekommen. Also rauf, was nächstes. Wir leben anscheinend noch mehrere. Ah ja. Oh. Hallo Sö. Gigi.
Ah, ich spüre einen Bobbleheaden-Boy. Es wird immer schwieriger, an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Ah. Von mir kriegst du sie nicht. Hab ihn früher mit einer Kippe erwischt. Weiß nicht, wo er die herbekommen hat. Ich brauche nur zwei Schläge. Ich hab das wirklich. Ich brauche nur zwei Schläge, sagt er, weil er auf einen Meter hinrennt und so auf das Ding zielt, um es vernichten. Ja, typisch Jericho. Es wird ein Labyrinth hier drinnen, wo man sich nicht auskennt, wo man ist und schon war. Okay. Da war der Eingang, oder? Ich glaube, da war ich schon überall. Da links rüber war ich noch nicht. Und da muss es noch was geben. Ah ja, tut es Söldner. Ein Buch, Stimpacks und verbraucht natürlich. Reparieren ist immer gut. Wieder Dreck mitgenommen. Mist. Okay, nichts Cooles. Nur ein Buch. Ich hoffe, dieser Ort bleibt noch so lange stehen, dass wir weg können. Ja, raus hier, raus hier. Ja, Meisterin. Wo auch immer die Frau ist. Sonst bin ich hier nur verwirrt, wo ich hin muss und wo ich schon war. Bis der Ausgang. Cool. Hm. Was hier? Wir machen eine Ameisenfleisch-Diät zurzeit. Ameisenfleisch-Diät. Wo ist dein Handy? 22.42 Uhr, da braucht mal keiner was. Ich sehe drüben nichts, könnte eine Vault sein. Ich bin neugierig. Hat früher nicht so weit ausgeschaut, also schauen wir mal rüber. Yes! Oh, das schaut noch ungeziefer aus. Verdammt. Oh Gott. Der hat gerade einen Doskop gefressen von meinem Overparten-Sniper. Oh, okay.
Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich Brüderschaftsbrüder. Okay, ja, Meisterin. Du bist dran. Besser nett sein. Sonst kriegst du eine tödliche Sandmann-Attacke. Keine Ahnung, was das ist, aber du kriegst es. Nur für dich. Willst du mitgehen, Eldorado? Hallo. Sie sind kein Störenfried? Gut. Gut. Ja. Na. Ich weiß nicht, wie ich schaffe, dass ich immer im Dunkeln herumgehe. Nur in diesem Spiel. Ah ja, hier. Da ist uns ja nichts in der Nähe. Dann rein mit uns. Verdammt hell hier drin. Das hat noch nicht einmal wehgetan. Auf den Fallen zu treten, Alter. Warum ist das hier so hell? Keine Ameisen bis jetzt. Gar nichts. Mir kommt doch vor, ich gehe den falschen Weg. Nichts, als würde ich wissen, wo man hin muss hier. Stuffy Boy. Wo ist der Stuffy Boy? Altmetall wird noch immer vergöttert. Ich wollte gerade sagen, bevor der Vollkoffer reindreht. Er dreht trotzdem rein. Ah, Jericho. Er löst jetzt alle Minen aus für mich. Vielleicht das Perk. Man muss es einfach nur für Jericho verwenden anscheinend. Der Boden sieht nicht gerade stabil aus. Das ist Stahl, Baby. Sehr stabil. Okay, Sackgasse. Langer Weg für eine Sackgasse. Extrem langer Weg. War nicht nötig. Dann nach links. Fallen hier. Ich glaube richtig jetzt. Klammern? Nein. Was zum Teufel? Warte, sagt, ich muss raus, oder? Nein. Was habe ich verfehlt? Gibt's ja nicht. Das schaut nicht so aus, als würde hier eine Ameiserin drinnen wären.
Verdammt. Hier waren wir. Hier waren wir auch. Was zum Teufel? Ach, natürlich, weil ich das sehe. Hallo. Friss. Muni. Shotgun Sight. Wo ist die Flinte? Die wird anscheinend ziemlich schwer zum Reparieren sein. Die wird sehr oft hin, was ich gehört habe. Jericho hat noch nicht den Weg gefunden. Er kommt dann wahrscheinlich, wenn ich eine Kronkorkenmine runtersetze. Nein, er findet den Weg nicht. Ah, er rennt sich in drei Minen auf den Weg rein. Okay. Oh. Er hat den Weg gefunden. Gratulation, Bro. So viel Shotgun Money. Eigentlich braucht man in diesem Spiel nichts anderes als kleine Waffen. Sehr wichtig. Der Weg kommt da rum. Okay, rein in die Höhle. Hat einen verdammt breiten Weg hier raus, die Frau. Ah ja, da ist sie. Zum Teufel geht hier ab. Breeding Grounds. Schau mich noch kurz um, Frau Mädel. Ich klaue ihre Kartoffelchips. Kartoffelchips und Dandy Boy Äpfel. Muss wohl eine Veganerin sein. Das ist der schnelle Weg raus. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Ja, vielleicht hilft ihn den richten. Meine Späher melden, dass dieser unliebsame Mechanist beseitigt wurde. Ich wünschte nur, ich hätte den Anzug des Blechmanns als Siegestrophäe. Ich will den Anzug des Mechanisten. Dann können wir reden. Oh, verdammt. Verdammt. Das sagst du mir jetzt. Wisst ihr, was das jetzt für eine beschissene Jagd wird, dass ich den wieder bekomme? Ach du Kacke. Wie komme ich hier rauf für das nächste Mal? Nach links. Oh, warum habe ich den nicht erschossen? Natürlich verkaufe ich den. Natürlich verkaufe ich den. Und jetzt können wir das Spiel spielen. Warte auf die richtigen Händler. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Den Typen haben wir damals gerettet, aber der macht nichts.
Oh. Warten, warten, warten. Oh. Bitte, bitte beim ersten Mal der Richtige. Hallo. Verdammt. Hallo. Wie ich höre, sind Sie es, der so viel in meinen Plunder investiert hat. Natürlich nicht so viel wie ich, aber auf wen trifft das schon zu? Ich habe neulich ein paar Stealth Boys gefunden. Ich glaube, die sind genau das Richtige, um Ihnen für Ihre Investition zu danken. Halleluja. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Aber keine Haarklammern. Oh, nutzlos. Das schon. Danke. Oh, verdammt. Bro, hier bin ich gekauft, oder? Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Oh je. Das war der Waffentyp. Verdammt. 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 Diese kleinen Fehler. Die kleinen Fehler. Dass man da zufällig was verkauft und dass man nicht denken kann vorher. Warum bist du hier, Ben? Komm schon. Guten Abend. Möchten Sie den ehrenwerten Doktor? Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Oh. Das natürlich der letzte Typ wieder ist. Das sieht man mein Timing und Glück. Oh. Ja? Suchen Sie nach etwas Besonderem. Bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Die Rüstung ist weg. Oh. Oh. Geben Sie mir Bescheid, wenn... Die Rüstung ist weg. Okay. Okay. Das macht mich nicht happy. Ich hätte gern einen von beiden überleben lassen. Oh nein. Schicksal. Sagt nein. Das Bett. Ah, sorry Mädel. Sorry Mädel. Wo ist der Anzug des Mechanisten? Verschwenden Sie nicht weiter meine Zeit, sondern holen Sie mich... Wollen Sie mich verarschen? Zur Hölle, ja! Fahr zur Hölle! Das hat doch nicht einmal weh. Ah, das behalten wir auf diesmal. Was so wichtig ist. Hat sie nicht ein Spezialmesser nochmal? Kriege ich das jetzt nicht.
habt ihr es her. Bei mir auch, keine Sorge, bei mir auch. Vielleicht sollte ich die Taschenlampe hier ausschalten. Die Jahrmeisterin. Sorry, Mädel. Sorry, Mechanist. Da sind die Ameisen gekommen. Okay. In der Truhe irgendwo. Ah, Mist. Mist. Das war Fallschaden. Fallschaden nicht gut in diesem Spiel. Der kann ziemlich tödlich sein. Nächsten Reim ist sogar. Wer ist das? Lucky? Ist das Lucky? Das ist Lucky. Hast du wieder Money für mich, Bro? Suchen Sie nach etwas. Okay, ich habe euch die Reise erspart und das Ganze verkaufen gerade. Rennen wir mit Onkel. Was kann der alte Onkel Roe heute für Sie? Da, kümmert um diese Straßenkriege. Beide Seiten sind ausgelöscht. Das ist großartig. Sie haben Canterbury in der Tat gerettet. Und im Gegensatz zu Mechanisten, ohne die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Gut, ich denke, das hier ist die vereinbarte Belohnung für Ihre ausgezeichneten Dienste. Dazu ein kleiner Bonus als besonderes Dankeschön. Was war der Bonus? Ah, mehr Geld. Der Bonus war mehr Geld. Okay, ich gehe mal nach Paradise Falls und schaue, ob ich mir noch eine Begleiterin dort holen kann. Dann haben wir hier oben noch irgendwo Republik des Daves, oder? Oder war die Dings oben? Nein, ich glaube, die war schon rechts oben. Emergency Schlupfloch, Minenfeld, Schrotti, Güterbahnhof. Paradise Falls. Ein Dorf fehlt hier noch. Keine Ahnung, wo das ist. Muss auch irgendwo links unten sein. Und die supermodernen Polizeistation fehlt mir auch noch. Hallo. Mann, das ist geben. Was gibt's überhaupt? Ich suche eine neue Gefährtin. Gibt's hier sowas für mich? Oder habe ich Pech? Ah, ein Dreier ist lustiger. Nur Jerry und ich ist dann schon noch ein bisschen zu brüderlich. Dann brauchen wir schon den in der Mitte. Nach dem, was ich gehört habe, sind sie gar nicht so übel. Aufhören! Jetzt zieht dann wohl mal seine Waffe. Okay. Das hier haben wir uns bei unserer letzten Mission geangelt. Ich dachte mir, dass es Ihnen gefallen würde. Null. Immer schön loben. Was speedroastet ihr da? Respekt, Mann. Eine Kuh wenden. Hey, tut mir leid. Ich verzieh mich ja schon. Nicht so ein übler Typ. Meine Problemlösstrategie ist Kugel zum Kopf. Also vielleicht ja. Okay, wo ist der Typ schon wieder? Chillt er am Balkon? Nein. Gibt's ja nicht. Voll schon nicht so hoch, bitte. Danke. Okay. Wo ist der Typ? Ich habe schon von Ihnen gehört. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ach komm schon. Squatten. Hey,
Tut mir leid, ich verzieh mich ja schon. Nicht so für euren Boss. Wo ist euer Boss? Ich habe von Ihnen gehört. Hey, Sie sind hey, ein ganz immer mit der Wo ist euer Boss, verdammt? Hey, tut mir leid, ich verzieh mich ja schon. Krass. Finde ich einfach nicht. Kraftwerk, gehen wir hier hin und schauen, ob hier was in der Gegend ist. Obwohl das Dorf sollte links davon sein oder weiter unten Richtung Vault. Zur Hölle, ja. Nein, böser Riesen Skorpion. Wechsle ich zu viel durch. Ja. Okay, ich mir auch gleich auch noch. Ist das das Beste, was du drauf hast? Das hat noch nicht einmal wehgetan. Weg vom Jericho. Verdammt. Die Batterie ist wieder leer fast. Okay. Oh, wir sind in einer krasseren Gegend jetzt. Das ist Todeszone. Vault 106, hier könnte es irgendwo auch sein. Gehen wir mal zu Vault 106. Oh, ich finde die Orte nicht. Ich finde gerade gar nichts, was ich haben will. Läuft gerade nichts in dieser Folge. Ah, deswegen wird es ja auch gleich vorbei sein. Ja, alles her. Okay. Diese Richtung. Vielleicht ist dort was, da habe ich was noch nicht entdeckt. Das letzte, was ich noch checke. Dann mache ich Check of Scan. Keine Ahnung, was das heißt. Aber warum nicht? Meine Kampfhände reparieren. So was fällt mir, ja, schau wie schnell die fast kaputt ist. So was fällt mir jetzt natürlich ein. Das Ding ist verschwunden. Das ist es auch nicht. Mist. Weitere U-Bahn-Station gibt es ja nicht. Wo ist diese kleine Stadt? Cherry Street. Ah! Hier ist das. Chinesische Sturmgewehr, die gute Variante. Aber die kriegt man nicht so leicht, dafür muss man sehr viel machen. Das habe ich mir auch angeschaut. Aber da muss man so viel dafür machen, dass man das kriegt. Was ist
gar nicht wert ist. Auf jeden Fall ist hier nicht mein Town, das ich suche. Ah, ich schau rein. Keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht, so viel wie ich unterbrochen habe. Schauen wir mal, was der gibt. Ah, nicht interessant. Davon habe ich schon so viele getötet. Ich will das Town. Ich will das Town. Ah, irgendwo am Fluss entlang. Schule von Springsdale. Güterbahnhof. Ruinen von Bethesda. Das Town. Ich muss kurz vom Hochlevel noch. Vielleicht nicht mal Altmetall verkaufen? Nein! Ich habe nur ein Augenbot. Okay. Das war irgendwo in der Nähe von Wasser. Glaube ich. Dann bin ich fertig mit reparieren. Mehr gibt's nicht. 80. Ja. Infiltrierer. Okay. Action Boy wäre ziemlich gut. Heckenschütze. Brauche ich was gar nicht. Ich bin guter Heckenschütze. Schnurrer, großer Schatz. Okay, Action Boy, das. So. Dann schaue ich, ob ich die Stadt noch finde. Was war hier unten? Nur ein Boot. Boote, Boote, Boote. Das schiefe Stehen hier geht gar nicht. Ich habe einen Schwachsinn mitgenommen. Aufknacken! Links von mir ist es. Ich spür's. Ah, ich schaue mir das noch an. Dann ist die Folge vorbei. Diesmal offiziell. Vielleicht. Ah. Das hätte eigentlich näher sein sollen als das andere. Der Wagen hier. Verdammt.
Nein. Oh, das Bein! Dummer kleiner Mensch! Dummer großer Supermutant! Töten können. Das war noch immer nicht dort. Warte. Hey, ich glaube, das ist er. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Keine Ahnung, was dann links drüben war. Ja, das ist er. Okay. Holen wir uns hier einen Händler. Bevor die Supermutanten kommen. Hey, wer sind Sie? Ruhig Blut, Mann. Ich mach nur meinen Job. Was wollen Sie? Ein Spaßvogel, was? Na gut, schön, dann kommen Sie mal rein. Glauben Sie aber nicht, dass Sie hier sicherer sind. Die Supermutanten lassen uns einfach keine Ruhe. Sie haben kürzlich ein paar von uns verschleppt. Aber machen Sie keinen Ärger, klar? Oh, nur schnell ein Händler. Den Rest mache ich in der nächsten Folge. Und der Händler ist links drinnen, glaube ich. Oh, super. Noch jemand, der uns alle umbringen will. Bitter Carp. Das ist nicht die Händlerin. Oh, Bitter Carp ist cool. Okay, noch keine Supermutanten-Attacke. Red's Clinic. Genau, Händler. Time Bomb. Oh, wo ist Red? Wo ist Red? Ist im Keller? Das nichts. Ah, ich finde einfach keinen Händler auf einmal. Bevor ich zu den Supermutanten gehen werde, muss ich einen Händler finden. Wie viel brauchst du? Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Verdammt! Was ist passiert? Folge vorbei. Gespräch geht nächstens weiter.